Hallo zusammen, es ist Freitag, der 15. Jänner. Wir haben 17.39 Uhr, wenn ich diesen Film hier mache. Der DAX schließt bei 13.787,73. Heute war kleiner Verfall. Vor euch liegt der Chart eine Kerze, eine Woche. Ich fand, das sollte ich auch mal wieder machen. Schaut mal bitte jetzt hier nicht auf diese horizontale Linie, da komme ich gleich zu. Einfach nur mal sich das mal hier auf der Zunge zergehen lassen. Sensationelle Bewegung nach oben, perfekte Korrektur bis zum 38er Fibonacci Retracement. Das war das im November, also Oktober, November. Und jetzt stehen wir hier oben und haben heute vor einer Woche das neue All-Time-High gemacht. Und jetzt kommt hier so eine kleine schwarze Kerze. Was mich ein bisschen irritiert ist, jeder, der diese Filme sieht, weiß, wie ich das zähle. Ja, lang, kurz. Jetzt bin ich mal gespannt, was nächste Woche kommt. Das hier ist kein Verkaufssignal. Noch nicht. Das ist nichts anderes als ein Schmusen der beiden Linien hier. Das Verkaufssignal kommt erst unter der 80. Aber ich werde da langsam wach. Weil das ist nämlich jetzt hier schon seit Mitte November, fängt das erste Mal an, so ein bisschen zu fallen. Ich glaube nicht, dass es sowas hier wird, das werden wir sehen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wie auch immer, das ist so ein Hab-Acht-Ding. Also die Woche, da habe ich kein Vertrauen zu im Markt, muss ich ehrlich sagen. Ich bleibe grundsätzlich, das ist jetzt schon vorweggenommen bei der Aussage, dass wir bis zum 20.01., das war die Aussage im Jahresausblick, bis zum 20.01., vielleicht noch ein paar Tage drüber, ganz gut laufen werden, das Momentum vom Dezember mitnehmen, aber ich bin danach bis, sagen wir mal, Ende März tendenziell eher schwächer gestimmt. Jetzt gehen wir mal auf den Tag. Der Tag heute, also Freitag, der war schon merkwürdig, muss ich ehrlich sagen. Da macht zum Beispiel eine Deutsche Bank, macht einen 50-Wochen-Hoch auf 10,08 und dann zack, geht da einfach die Luft raus, dann sind sie 5% tiefer. Es ist schwierig, muss ich ehrlich sagen. Und es ist das erste Mal, seit ich diese Filme mache, dass Danone, ich habe ja so eine Liste, das ist die Mischung aus Eurostoxx und DAX, weil dadurch kann ich die verschiedenen Trends relativ schnell erkennen. Ja, also wenn auf einmal da oben von 10 Werten 7 Autos sind oder Banken sind oder Versorger oder was auch immer, meine ich dadurch einen Trend erkennen zu können. Und Danone, das ist jetzt, seit ich diese Filme mache, ich glaube das erste Mal, dass die diese Liste anführen. Das habe ich auch noch nicht gesehen, ja. Sachen gibt's. Also das hier ist jetzt der Tageschart. Ich mache das mal ein bisschen schicker hier. Eine Kerze, ein Tag. Und von den Bändern her, wir sind ziemlich neutral. Wir haben heute auf der 20-Tage-Linie ausgesetzt. Ne? Die auf Xetra ist die bei 13.727. Ich bin froh, dass ich am Mittwoch in dem Mittwoch-DAX gesagt habe, es ist wichtig, dass der DAX mit einer Stundenkerze über 14.025 schließt. Das wäre die Conditio sine qua non, dass er weitergeht. Und das hat er nicht gemacht. Der war mal drüber, der war 14.029, aber schloss bei 14.020. Ja, und jetzt sind wir 300 Punkte tiefer gewesen heute. Ich habe dann auch gesagt, es war auffallend, dass die 10-Tage-Linie an 3 Tagen hintereinander gut gehalten hat. Dann machen wir jetzt hier am Donnerstag so ein Doji. Um heute die 10-Tage-Linie zu brechen, die ist momentan bei 13.892, und dann sogar mal die 20-Tage-Linie rauszunehmen. Das war so gegen 16 Uhr. Da ist aber alles gefallen, weltweit. Ich habe mir das mal angeschaut. Der Kakaron, der SMI, der MIP, der Eurostoxx, der DAX, der Nasdaq. Da hat schon, als ob irgendein großer Fonds gesagt hat, so, mir reicht's jetzt. Also das war uns Gold gleich mitgefallen. Als ob der gesagt hat, so, das reicht, wir machen jetzt mal Kasse. War ganz merkwürdig. Das war unisono durch die Welt. Wie auch immer, wir sind unterhalb der 20-Tage-Linie gewesen, schließen aber drüber. Von daher hat er sich eigentlich ein bisschen zurückgerettet. Die 20-Tage-Linie, also die 13.727 heute, die wächst am Tag, wenn ich es richtig gerechnet habe, um 14 Punkte. Die hat jetzt heute mehr oder weniger ihren Zweck erfüllt und hat gehalten. Schauen Sie mal hier unten. Das MACD fällt nicht nur auf die, wie ich es immer nenne, moderne Sichtweise, sondern auch auf die traditionelle hier. Die Linien, die exponentiell gleitenden Durchschnitte, die knallen, die gehen jetzt hier auch runter. Wir haben immer noch ein Verkaufssignal über die Stochastik. Auch hier, Rücklauf hin oder her, das ist nicht gut.
Am Mittwoch hatte ich auch gesagt, dass für mich, und jetzt kommen hier die horizontalen Linien rein, dass für mich A, oben der Widerstand war eben diese 14.025 und die erste Unterstützung war die 13.800, ziemlich genau 800. Das kam über den Stundenchart und über den 4-Stunden-Chart, ich zeige es dir mal ganz kurz, die kam von hier, da und von hier hinten. Und wie gesagt, da wieder weich und dann ist der ganz schnell gefallen, richtig schnell. Diese Linien gelten nach wie vor und was ehemals eine Unterstützung war, ist jetzt ein Widerstand. Also die 13.800, jetzt momentan sind wir bei 13.782. Also ich mag diesen ganzen technischen Ausblick hier momentan gar nicht. Der Markt darf mir nicht gefallen. Ich muss davon ausgehen, dass wir uns, wenn wir unter der 20-Tage-Linie schließen, Montag oder Dienstag, dass wir auch relativ schnell Kontakt mit dem unteren Band aufnehmen. Es gibt einen sehr schönen Punkt davor, das ist das Gap, das Xetra-Gap vom 22.12. Das ist bei 13.418. Ich sehe momentan keinen Grund, warum ich hier irgendetwas kaufen müsste. Also redet sie vom DAX. Und jetzt schauen wir mal nach Scheinen. Also nochmal, ich sehe hier und jetzt keinen Grund, irgendwas, vor allen Dingen auch nicht übers Wochenende long zu sein. Also ich habe keinen, ich wüsste nicht warum. Einen Schein, den ich mir, wenn der Markt weiter runterkommt, vorbereite, der muss auch unterhalb von der 13.300 liegen, unterhalb des unteren Bandes. Aber ich bin da nochmal eine Ecke vorsichtiger. Ich habe mir diesen hier ausgesucht, das ist ein 12.974er. Da sind wir hier, da. Also noch unter diesen ganzen Kerzen hier. 12.974, das ist momentan 17er Hebel, der wird natürlich dann dementsprechend steigen. Das ist die Kennnummer Gustav Friedrich 6NJN, GF6NJN, ein Open-End-Schein. Den möchte ich aber mir erstmal näher anschauen, wenn wir hier irgendwo in diesem Bereich sind, so zwischen 13.300 und 13.418. Den kaufe ich jetzt nicht, ne? Also ich mache es nicht. Gucken wir mal nach dem Put. Ich möchte ihn direkt dahinter legen. 14.139 war das hoch. Da gefällt mir der hier ganz gut. 14.194, auch ein Open-End-Schein. Der verliert natürlich jeden Tag hier an der Basis einen Punkt oder zwei. Und das ist die Kennnummer Gustav Dora 7LHW. Ja, den kenne ich, den hatte ich schon mal. GD7LHW. 14.194, den muss ich aber dann schon schließen, wenn wir das Alltime mal hier rausnehmen. Plus 25 Punkte, dann sind wir bei 14.160 ungefähr. Da muss ich ihn dann stoppen. Aber das sehe ich nicht. Ich wüsste keinen Grund, warum der Markt jetzt auch vor dem Hintergrund von dieser ganzen Technik hier, warum der hier hochgehen sollte. Ich sehe keinen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.